Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ob in der größten Hitze in Raffinerien oder Kraftwerken, dem größten Druck in der Tiefsee oder der Eiseskälte in der Arktis, überall hier setzt das erste Unternehmen, das sich Ihnen heute präsentiert, die Maßstäbe. Und wenn ich Sie frage, was der Blitzableiter des höchsten Gebäudes der Welt mit einer Ölplattform im Golf von Mexiko zu tun hat oder ob es eine Verbindung zwischen Windkrafträdern in der Ostsee und dem Wembley-Stadion in London gibt, dann liefert auch hier die Antwort die Erntebrücke Eisenwerk GmbH und Co. KG, die sich seit Firmengründung im Jahr 1936 bis heute Eigentümer geführt, zum Weltmarktführer für Stahlrohrlösungen entwickelt hat. Ihren Stammsitz hält die EEW trotz aller Widrigkeiten bewusst in Erntebrück. Deswegen ist sie vielleicht auch das einzige Unternehmen Wittgensteins mit eigenem Bahnanschluss. Ihr Unternehmergeist setzt ganz klar darauf, das Know-how in dieser Region zu halten und die Region damit voranzubringen, eben regional verwurzelt, aber international aufgestellt zu sein. Mit 60 Mitarbeitern begann die Erfolgsgeschichte im beschaulichen Erntebrück. Heute beschäftigt EEW an 25 Standorten weltweit, unter anderem in Korea, in Malaysia, in Saudi-Arabien und im United Kingdom, mehr als 2000 Mitarbeiter, davon alleine 500 am Standort Erntebrück. EEW hat eine Produktionsleistung von 800.000 Tonnen Stahlrohren, und zwar längsnahtgeschweißte Stahlrohre. Damit Sie sich das vorstellen können, das entspricht dem Gewicht von 160.000 ausgewachsenen afrikanischen Elefanten. Einen Umsatz hat EEW von 700 Millionen Euro jährlich. Und deswegen ist dieses Unternehmen natürlich stets auf der Suche nach Nachwuchskräften. Und deswegen sollten jetzt sowohl die Studierenden unter Ihnen, wie aber auch die Schul- und Berufskolleg-Absolventen die Ohren spitzen, denn die Berufseinstiegsmöglichkeiten bei EEW sind breit gefächert. Von einer kaufmännischen Ausbildung zum Industriekaufmann, ach, in Zeiten des Genders weise ich darauf hin, wenn ich die männliche Form verwende, meine ich sowohl Frauen, Männer wie Unentschiedene. Also, von einer kaufmännischen Ausbildung zum Industriekaufmann oder einer technisch-gewerblichen Ausbildung wie Konstruktionsmechaniker, Industriemechaniker oder Elektroniker für Betriebstechnik bis hin zum Studium Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen oder Wirtschaftsinformatik. Ja, das alles klingt nach Männerdomäne. Aber weit gefehlt, denn zum Beispiel an der Spitze der Personal- wie der Marketingabteilung steht jeweils eine Frau. Und die beiden werden gleich hier den ersten Slam-Vortrag halten. Die eine, Melissa Sassmannshausen, ein echtes Eigengewächs der EEW, die seit 2016 die Position des Head of Marketing innehat und deren Begeisterung für EEW bereits in der 11. Klasse bei einer Betriebsführung dort entfacht wurde, als sie nämlich vor der Biegepresse stand, den gesamten Boden unter sich vibrieren spürte und einfach nur dachte und auch sagte, boah, geil. Die andere, Jessica Becker, die hat ihre berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zur Versicherungskauffrau begonnen, hat dann ein kurzes Intermezzo bei der Sparkasse gehabt und ist seit 2012 bei EEW. Da ist sie eingestiegen als Assistant für Großrohrfertigung, hat daneben noch an der FOM studiert, nämlich Human Resource and Business Administration, und sie wird jetzt die Personalleitung im Unternehmen übernehmen. Und diese beiden treten, weil zu zweit und mit dieser geballten Frauenpower klar im Vorteil außer Konkurrenz an. Das heißt, unsere Publikumsjury wird natürlich den Vortrag bewerten, aber das Ergebnis fließt nicht, egal wie hoch es ausfallen wird, in die Wertung zur Ermittlung des Publikumssiegers ein. Das soll Sie aber, meine Damen und Herren, nicht davon abhalten, die beiden jetzt gleich mit einem tosenden Applaus auf diese Bühne zu begleiten. Begrüßen Sie mit mir die Marketing- und Personalleitungsduo, das Melissa Sassmannshausen und Jessica Becker mit ihrem Survival-Kit für den Karrieredschungel. Thank you.
Wir treffen uns in der nächsten Woche gewohnterweise wieder hier zum nächsten Gespräch. Jawohl, dafür brauchen wir noch ein paar bunte Bildchen. Ich denke, da geht mal hoch zu der Fatmathausen. Die kann uns mal ein paar bunte Bildchen malen, weil die Damen, die können bunte Bildchen machen. Okay. Ja gut, dann spreche ich die Frau Becker mal an. Dann kann ich mal zu Frau Sassmannshausen rüber wackeln und dann können wir mal zum Schluss zusammenstellen. Jawohl, können wir so machen. Können die beiden mal beim Salätchen mit ihren zarten Stimmen besprechen, was wir Männer so wollen. Salat? Sag mal, Melissa, sehe ich aus, als würde ich nur Salat essen? Jessica, und hab ich eine Pilzestimme? Ja, und wenn das euer Bild von einem Industrieunternehmen ist, dann sind wir auf jeden Fall heute hier, um euch von was Besserem zu überzeugen. Im Übrigen würden wir sonst ja hier auch nicht auf der Bühne stehen, wenn das bei uns im Unternehmen der Fall wäre. Nee, das stimmt. Ich bin Jessica Becker und Personalleiterin. Und ich bin Melissa Sassmannshausen und Marketingleiterin. Ja, und dass wir jetzt hier noch nicht zu den ganz alten Hasen gehören, das sieht man, glaube ich. Und deswegen können wir uns auch noch ganz gut an unsere ersten Schritte erinnern. Also genau an die Situation, in der ihr im Moment seid. Ja, und für uns ging das natürlich auch nicht schnurstracks geradeaus in den Karrierehimmel, sondern eigentlich sah das eher so aus, also wie ein Dschungel. Und manchmal hatten wir zugegebenermaßen auch das Gefühl, dass der Dschungel für uns Frauen besonders dicht ist und dass da nicht nur eine Menge Schlangen und Tiger unterwegs sind, sondern auch ein Haufen Affen. Ja. Und deswegen, liebes Publikum, stellen wir euch heute Abend unser Survival-Kit für den Karrieredschungel vor. Genau, und wie in jedem guten Survival-Kit sind auch in unserem Survival-Kit einige Werkzeuge enthalten. Ja, und als erstes Werkzeug heute Abend präsentieren wir euch diese Pistole. Die steht nämlich für Mut und Risikobereitschaft. No risk, no fun. Ja, und das braucht man auch bei uns im Unternehmen, weil bei uns werden natürlich alle neuen Mitarbeiter zu einem extrem harten Survival-Training geschickt. Ja genau, mein Survival-Training führte mich nach Saudi-Arabien. Damals hatte sich leider 3 Stunden vor Reiseantritt meine Reisebegleitung das Bein gebrochen und ich musste dann alleine als Frau die Reise nach Saudi-Arabien antreten. Das war aber leider nicht das Hauptproblem, sondern die Kleiderordnung stellte mich vor eine viel größere Herausforderung. Und ich kann euch sagen, es hat verdammt lange gedauert, bis ich endlich die Stewardess im Flugzeug davon überzeugt hatte, mir ein Turban zu binden. Also, ich musste zum Glück nicht nach Saudi-Arabien, aber in so einem großen Unternehmen wie der EW-Gruppe kann das natürlich auch mal vorkommen, dass man plötzlich halt nicht barfuß in Malaysia am Strand steht, sondern sich in einem Barfuß-Workshop mit 15 malaiischen Kolleginnen und Kollegen wiederfindet. Man achte auf die Füße. Naja, Jessica, aber im Endeffekt, unsere Survival-Trainings waren ja dann doch ganz lustig. Ja, und was man an den Bildern auch erkennen kann, ist, dass halt ja, Teamarbeit und Netzwerken eigentlich auch der besondere Erfolgsfaktor waren. Genau, denn während unsere männlichen Kollegen schon während unseres alljährlichen Oktoberfestes beim Bierkrugstemmen in Schwitzen geraten. Ja, in der Zeit ziehen unsere Frauen in Teamarbeit kilometerlange Züge. Genau, weil Teamarbeit und Netzwerken gerade für uns Frauen so wichtig ist, legen wir euch jetzt symbolisch als zweites Element diesen USB-Stick in das Survival-Kit. Und im Übrigen könnt ihr dieses schicke Survival-Kit auch im Nachgang an die Veranstaltung bei unserem Stand abholen. Ja, und als drittes, ich muss mal gerade ein bisschen kramen und versuche das irgendwie in dieser Riesenkiste zu finden, legen wir euch ein Schokoherz mit rein. Es ist auch mini klein. Dieses, weil das steht für Leidenschaft. Wir finden nämlich, dass Leidenschaft ein besonderer Erfolgsfaktor ist. Genau, denn den höchsten und steilsten Berg erklimmt ihr nicht allein mit fachlicher Kompetenz, sondern mit der Leidenschaft, eure Ziele zu erreichen. Und mit Leidenschaft und insbesondere auch mit guten Kollegen gelingt es einem sogar, beim EEB-Fahrradrennen den Giganten der Provence, den Mont Ventoux, zu bezwingen. Und ich kann euch sagen, trotz viel Leidenschaft, es war immer noch scheiße anstrengend. So, ich meine aber, jetzt hätten wir für heute Abend erstmal genug Frauenbilder gezeigt, weil wir wollen natürlich auch die Männer willkommen heißen. Genau, Jessica. Und deswegen haben wir uns im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, mit welchen Themen wir hier an der Stelle das männliche Publikum begeistern können. Und als Frauen fiel uns das natürlich naturgemäß nicht so ganz einfach und deswegen haben wir gedacht, fragen wir doch mal Siri, was die dazu sagt. Also Siri, was sind die Top 3 Männerthemen? Hallo Melissa, hallo Jessica. Ich habe folgende Top 3 Männerthemen für euch gefunden. Top 1, Fußball. Top 2, Technik. Top 3, Frauengeschichten. Und jetzt viel Spaß beim Slammen. Also, Siri sagt, Top 1 der Männerthemen Fußball. Welcome to the
Jungle war der Beginn, doch in Welcome steckt noch so viel anderes. Wir sagen Welcome, Welcome to our world, Welcome to EW. Doch das ist nur die Hülle, da sind doch noch in Fülle viele andere Themen. Aber hier nur kurz in Schämen, denn wir sind nicht nur beschränkt auf Rohre, auch beim Fußball schießen wir Tore. Ja, und eins der Kinder unserer Bosse ist beileibe keine Posse, ist der Sport und auch der Kinderhort. Auch die Kultur kommt nicht zu kurz und bei jedem Kassensturz bleibt immer noch was übrig für die Allgemeinheit und hier heißt es nicht nur der Schein halt. Aber um den Bogen nicht zu weit zu spannen und zum Wesentlichen zu gelangen, das Tore schießen, ist doch für Jungs auch mal ein Grund, ein Bier zu vergießen in gemütlicher Runde. Welcome to EW, welcome to our world. Top 2 der Frauenthemen, Männerthemen, Technik. Um es ganz platt zu sagen, in manchen Lagen hat jeder Mann schon geschaut, wie der andere gebaut. In der Dusche beim Sport an anderem Ort wurde gedanklich vermessen, dann wieder vergessen, mit großem Zweifel zwischen Hunsrück und Eifel überlegt, wo man so steht, was bei anderen so geht. Doch eines ist klar, absolut wahr ist, dass EEW immer vorn ist, wenn man ein Rohr misst. Welch überall klein, außer in Wittgenstein. Welcome to our world, welcome to EW. Männerthema 3, Frauengeschichten. Ach Melissa, bei all den Frauen, die wir heute Abend angehauen, auf die Jungs sollen doch mal nach uns schauen. Stimmt, Jessica. Auftrittsthema zu Beginn waren die Frauen. Doch selbstverständlich schauen wir zu allen Seiten, wer uns will begleiten, auf dem Weg an die Spitze. Und trotz aller Witze, die wir hier heute hören, die uns manchmal verstören, ist es uns ernst, wenn wir sagen, wir wollen euch haben. Als Lerner. Als Helfer. Als Kämpfer. Als Partner. Als Kollege. Als Freunde. Als Macher. Als Malocher. Als Kracher. Als Kumpel. Auch als Mitmacher. Überfreut. Oder anders als heute. Als langjähriger Stratege. Auf gemeinsamen Wege. Nach oben ins Licht. Einen anderen Weg kennen wir nicht. Welcome heißt willkommen. Und will. Kommen. Bedeutet Teil unserer erfolgreichen Geschichte werden zu wollen. Welcome to our world. Welcome to EW.